So, Dill, wir sind hier in Danzig 2023 auf der Euroskills. Was passiert hier im Hintergrund? Hier findet der Wettbewerb Digital Construction statt. Und hier geht es um die Baudigitalisierung. Wir sind jetzt heute am dritten Tag des Wettbewerbes, dem letzten Tag. Und hier gehen wir alle Themen der Baudigitalisierung durch. Von der Modellierung, Koordination, Anlegen einer CDE bis zum Facility Management. Und wie viele Teilnehmer sind gekommen hier aus den Ländern? Es sind aus verschiedenen Ländern ca. 6 bis 7 Teilnehmer anwesend, die gegeneinander jetzt seit 3 Tagen antreten. Und die Experten, wo kommen die alle her? Also wir haben einen aus England, Portugal, wir haben Frankreich hier, wir haben Österreich mit uns, wir haben Frankreich habe ich schon genannt, wir haben Irland dabei und natürlich wir als Deutschland sind dabei. Und das ist das erste Mal Euroskills, oder? Euroskills findet dieser Wettbewerb das erste Mal statt und bei den Worldskills hat es auch schon 2-mal stattgefunden. Einmal in Kasan und zweite Mal jetzt bei der Special Edition in Bordeaux. Dieses Jahr geht es nach Frankreich, nach Lyon. Was glaubst du, was da passiert? Ja, in Lyon werden viel mehr Länder teilnehmen, weil dort die Weltmeisterschaften der Berufe stattfinden und wir haben schon eine Anmeldezahl von mehr als 16 Ländern. Ja. Vielen Dank und viel Erfolg. Danke. So, hier sehen wir unseren deutschen Teilnehmer, Julian. Der kämpft um die Goldmedaille. Digital Construction, was müssen diese jungen Leute hier an den 3 Tagen bringen? Es geht um die Modellierung, Koordination, den Facility Management. Hier gibt es verschiedene Module, die die Teilnehmer bewältigen müssen in den 3 Tagen. Im ersten Modul ging es um eine Common Data Environment. Hier haben sie Verträge bekommen, eine Aufgabenstellung bekommen und sie mussten eine Online-Cloud-Plattform einrichten, damit sie während den 3 Tagen auf dieser arbeiten können. Im zweiten Teil haben sie Standard-Grundrisse, Schnitte und so weiter bekommen und mussten ein 4- bis 5-stöckiges Gebäude innerhalb von 4 Stunden modellieren und eine ja, man kann sagen, scharfen Detailgenauigkeit. Und was machen die heute noch so? Die sind jetzt unterwegs in den letzten Teilen. Dort geht es um die Simulation eines Gebäudes, eines Ablaufes. Sie gehen heute verschiedene Pläne durch und haben auch gestern noch die Statik eingearbeitet. Und genau. Also sehr komplexe Aufgaben für die jungen Bauingenieure, Architekten, technische Zeichner. Das sind die Leute, die hier am Start sind, oder? Genau. Ja. Vielen Dank und viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön.